Heute zeige ich mal in After Effects, wie man einen Schatten animieren kann. Ich habe hier einen Kreis und wenn ich einen Schatten animieren will, dann gehe ich hier oben auf meinen Zeichenstift und ziehe mir grob einen Schatten auf. Und jetzt ändere ich die Farbfläche auf Schwarz. Okay. Und achte darauf, dass die Kontur bei 0 Pixel ist. Und dann gehe ich hier rechts auf Effekte und gebe ein Maske festlegen und diesen Effekt ziehe ich dann auf meinen Schatten. Um es jetzt noch deutlicher zu machen, benenne ich meine Ebene kurz in Schatten um. Jetzt habe ich hier den Schatten und hier oben links mein Effekt Maske festlegen und jetzt gehe ich auf Maske verwenden aus Ebene und jetzt gehe ich auf den Kreis. Okay, und jetzt sehen wir bereits unseren Schatten in unserem Kreis. Wenn ihr den Schatten nachträglich jetzt noch anpassen wollt, geht ihr wieder auf euren Zeichenstift und könnt jetzt hier diese blauen Punkte verschieben oder hier an den blauen Hilfslinien den Schatten verbessern. Ich belasse es jetzt mal so grob. Dann könnt ihr wieder auf euer Auswahlwerkzeug und jetzt gehe ich auf Effekte und gebe einen Kanten aufrauen und den Effekt ziehe ich dann auf meinen Schatten. Jetzt sehen wir hier links bei Effekteinstellungen den Effekt Kanten aufrauen und diesen Effekt ziehe ich jetzt erstmal nach oben über Maske festlegen und jetzt als erstes ändere ich den Rahmen von 8 auf, ich gebe jetzt mal 200 ein. Jetzt sehen wir diese Form. Bei Skalieren gehe ich von 100 auf 10. Und dann haben wir schon eine rauere Kontur. Und wenn wir die Kontur noch mehr aufrauen wollen, gehen wir auf Kantenart und gehen von Aufrauen auf Ausgefranst. Jetzt haben wir diesen Wert. Und mit Rahmen können wir jetzt den Wert so anpassen, bis uns der Schatten gefällt. Also je größer die Zahl, desto kleiner wird hier die schwarze Fläche. Und ich belasse es mal so. Und wenn wir jetzt mal sehen, dann haben wir jetzt diesen Schatten kreiert. Wenn wir den Schatten animieren wollen, gehen wir wieder hier links auf den Kantenaufrauen-Effekt, gehen auf Optionen für Evolution. Und jetzt haben wir hier die Zufallsverteilung. Und dort klicken wir mit der Alt-Taste und der linken Maustaste auf die Stoppuhr. Und jetzt erscheint hier unten diese Expression. Die können wir löschen und dann einfach Time mal 4 eingeben. Okay klicken, irgendwo mit der Maus hinklicken. Und wenn ich jetzt die Animation laufen lasse, ich klappe meinen Schatten mal ein, dann sehen wir, haben wir unseren Schatten animiert. Falls wir hier rechts noch eine weiße Stelle haben wollen, können wir auf unseren Schatten gehen. STRG plus D klicken, um den Schatten zu duplizieren. Dann können wir den Schatten verschieben. Hier oben links bei Fläche die Fläche von schwarz auf weiß ändern. Und dann bei Rahmen noch auf 100. Also sehr viel kleiner. Ne, 50. Dann unseren Schatten verschieben. Jetzt nur mal ganz grob. Und wenn ich die Animation jetzt laufen lasse, dann haben wir diese zwei Schatten animiert. Wir können auch noch beide Schatten mit dem Kreis verbinden. Und wenn ich jetzt den Kreis verschiebe, verschiebt sich auch der Schatten. Das war's. Danke fürs Zusehen und tschüss.